Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Mann zu uns, der schon mal hier war. Er ist Autor mehrerer Bestseller, Wirtschaftspsychologe, Doktor der Philosophie, Jurist und Experte für Sinnes- und Geistestäuschung. Er hat dieses Buch geschrieben, Entlarvt heißt es. Was es damit auf sich hat, wird er jetzt erklären. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Jack Nasher. Wie geht's? Gut. Wunderbar. Das freut mich. Das letzte Buch war ja ein Buch, was Sie hier vorgestellt haben. Genau. Da ging es um Verhandlungstechnik. Genau, was eigentlich mehr mein Beruf ist. Ich bin Professor für Führung und Organisation und eigentlich gebe ich hauptsächlich Verhandlungsseminare. Ja. Und das ist so ein bisschen Spin-off, was schon dazugehört. Ich habe da ein bisschen drin gelesen. Da waren sehr viele nützliche Tipps. Ich habe nicht immer funktioniert, wenn ich es probiert habe, aber war ganz okay. Ja, es klappt halt meistens bei den meisten, aber nicht immer. Deshalb Psychologie. Besser geht es aber nicht. Ja. Um was geht es in dem neuen Buch? Entlarvt heißt es. Also Entlarvt heißt es und es geht darum, wie ich nicht nur weiß, ob jemand lügt oder nicht. Also es wird kurz erklärt, wie man Lügen entlarven kann. Es gibt einfach gewisse Anhaltspunkte und wie ich an die ganze Wahrheit komme. Das heißt, was für Fragen stelle ich, dass mir jemand alles sagt, was ich wissen will? Okay, das funktioniert wie? Es funktioniert so. Also wir haben jetzt was vorbereitet hier, eine kleine Aktion. Ja. Und zwar mit der Band. Okay. Drei von den, ich weiß gar nicht, was ich verkleiden, Gartenzwerge. Ne? Drei von den Gartenzwerge. Ja, Musiker kann man auch Musiker sagen, aber eigentlich Gartenzwerge. Ja, einer ist aber sehr groß, der ist sicher kein Gartenzwerg, der sitzt. Wir fahren mal rüber. Also, was haben Sie gemacht? Sie haben der Band was gegeben? Also, wir haben vor der Sendung Folgendes gemacht. Einer von diesen drei Musikern ist immer... Acht, wenn ich richtig sehe. Genau, aber einer von den drei vorne. So. Einer von den drei vorne. Hopp. Ja, genau. Hat was gestohlen. Ich weiß nicht welcher, keiner weiß wer, außer dem Dieb. Und zwar war Folgendes, wir haben Folgendes gemacht. Ja. Ich hatte also mein Jackett, das ist also Übung, die ich in meinen Seminaren mache, mein Jackett hing in der Garderobe. Und einer von den, also wir haben einer von den drei. Die durften alle rein. Die durften alle rein, wir haben alle eine Minute da verbracht. Und einer eben hat etwas gestohlen, nämlich Geld aus meinem Portemonnaie. Und die Frage ist jetzt, das war aber die Anweisung, dass einer von denen, die durften auch wissen, wer was gestohlen hat? Keiner außer dem Dieb weiß, wer es gestohlen hat. Also das heißt, der andere weiß nur, ich hab's nicht, aber ich weiß auch nicht, wer es hat. Wer von den anderen? Der hat es keinem gesagt, einschließlich mir, niemand weiß es. Ist das so? Ja. 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 Und wenn Sie sich auf jemanden verlassen können, dann auf unsere Band, meine Damen und Herren. So. Sehr vertrauenswürdige wirklich. Leute außer einem, der mich bestohlen hat. Schamlos, würde ich fast sagen. Ja. Und jetzt können Sie durch eine Fragetechnik... Ja, also versuchen wir es auch einfach Müssen Sie das Gesicht... Es wäre sehr nett, wenn Sie die Werte rund... Ja, ist sonst wirklich schwierig. Ah, okay. Ja, irgendwas müssen wir ja sehen. Ja. Wenn wir nur eine Gitarre sehen, wird es schon schwierig. Ja. Also, das heißt jetzt... sagen wir mal, Sie wollen entlarven. Das ist ja eine relativ alltägliche Situation. Also vielleicht nicht, dass einer von den Gartenzwergen was klaut, aber dass irgendwas wegkommt oder dass ein Kind was ausgefressen hat oder was auch immer. Wie würden Sie jetzt vorgehen? Ich würde sagen, hör mal, Freunde, da hat einer Geld bei mir aus dem Portemonnaie gestohlen, ne? Stimmt? Ja, heute. So, haben wir schon. Ja, ja. Er weiß ja, dass es stimmt. Aber das ist halt genau das Problem. Oder wie geht's? Ja, wäre das jetzt richtig gewesen? Genau, und das ist oft das Problem, dass Leute sagen, ja, was mache ich, wenn ich es rausfinden will? Ja? Also was stelle ich jetzt für Fragen? Im Normalfall würde ich jetzt sagen Folter. Ja, Folter. Aber gut, das ist eine Methode, da muss man... Doch, das ist ja natürlich, das habe ich auch erklärt, in meinem Buch geht es auch um Folter. Aber es ist natürlich unpraktisch, also Waterboarden für den Alltag ist nicht empfehlenswert. Ist ja nicht erlaubt. Aber es funktioniert auch nicht. Das muss man sagen, es gibt keine wirklich validen Erkenntnisse, keine guten Erkenntnisse durch Folter. Weil jeder Anfänger denkt erstmal, ich muss dem anderen Angst einjagen, ihn schlagen, malträtieren, einen Lötkolben oder was auch immer. Aber es funktioniert nicht. Lötkolben? Ja, gibt es auch. Ja. Ja. Also es gibt wirklich kuriose Methoden. Ja, haben Sie zu viel 50 Shades of Grey geguckt oder was? Nee, aber ich hab WikiLeaks gelesen und, deswegen habe ich das gesehen. Also, gehen wir mal vor, fangen wir mal an. Ja, genau. Weil ich möchte jetzt einfach mal ein paar Interviewtechniken versuchen. Okay. Ja? Das Erste, was man machen muss, wenn ich die Wahrheit wissen möchte, ich fange mit der Eröffnung an. Ja. Und die geht zum Beispiel so, wir werden jetzt herausfinden, wer von euch das Geld hat. Wir werden an die Wahrheit kommen, ist ganz klar. Also wenn ihr nichts damit zu tun habt, finden wir es raus und wer das Geld hat, finden wir auch raus. Das heißt, das ist die Eröffnung. Was mache ich damit? Ich gebe dem anderen zu verstehen, ich werde die Wahrheit auf jeden Fall ergründen. Es geht hier nur um die Wahrheit. Und das Gute ist, was passiert jetzt? Der Schuldige kriegt jetzt Angst, dass er entlarvt wird, aber der Unschuldige
der hat jetzt weniger Angst, weil er sich sagt, okay, der sieht ja, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Und das ist das Gute. Ja, das ist wie meine Mutter hat früher mal gesagt, ich sehe, ob du lügst oder nicht, steht ja auf der Stirn geschrieben. Was passiert, wenn ich gelogen habe? Angst, wenn ich ehrlich war, war ich total entspannt. Das ist der Punkt. Also ich muss als erstes den Eindruck erwecken, dass ich absolut sicher bin, dass ich rausfinde, wer es ist. So, und jetzt kommen die Fragen, die Interviewfragen. Und ich glaube, ich weiß es schon. Das ist gut. Aber ich glaube, ich weiß es schon. Dann sind Sie vielleicht Naturtalent, aber der gesunde Menschenverstand trügt mal. Ich habe ja was rausgeschrieben, der direkte Ansatz. Ich muss jetzt den Satz hier oben sagen. Einfach vorlesen. An wen? An einen. Vielleicht fangen wir hier an. An ihm. Ja, Christian, hast du das Geld? Nein. So, das ist jetzt der direkte Ansatz. Ganz banal eigentlich. Ja. Aber jetzt ist Folgendes. Jetzt leugnen beide. Ja? Jeder sagt natürlich nein. Aber das Interessante ist, dass oft ist es so, dass der Schuldige sich ganz genau überlegt hat, was er sagt. Und oft kommen Schuldige mit einer Liste. Also es gibt drei Gründe, warum es nicht war. Erstens, zweitens, drittens. Ja. Wenn jemand so kommt, weiß man schon, der war es wahrscheinlich, weil er sich ganz genau überlegt hat, was er sagt. Okay. Oder sehr beliebt ist auch die indirekte Lüge. Das heißt, ich habe Mama schon gesagt, dass ich damit nichts zu tun habe, weil das ist ja gar keine Lüge. Er hat es ja Mama schon gesagt, damals war es halt eine Lüge. Das heißt, er spart sich eine Lüge, weil Lügner wollen so wenig lügen wie möglich. Okay. Ja? So. Yeah. Und jetzt Nummer zwei. Nummer zwei. Wir machen jetzt erst ein bisschen Werbung. Jetzt wird es spannend. Ja. Jetzt wird es spannend. Jetzt machen wir erst ein kleines bisschen Werbung und dann machen wir weiter. Also bleiben Sie dran, wenn Sie wissen wollen, ob das Experiment funktioniert. Jetzt, meine Damen und Herren, werden wir das Rätsel lösen. Also, Jack Nasher hat ein Portemonnaie in seinem Jackett gehabt. Das hing in der Garderobe. Drei Jungs von unserer Band, der Herb, der Hanno und der Christian, sind in diesem Büro gewesen. Einer hat nur Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Wir finden jetzt raus, wer es war. Also, ich habe ihm jetzt die Frage gestellt. Genau, die direkte Frage. Hast du das Geld? Und er hat Nein gesagt. Er hat Nein gesagt, richtig. Weil es nicht anders zu erwarten war. Also, jetzt kommt die Vergleichsfrage für Hanno. Für Hanno, richtig. Hanno. Für Hanno. Hanno. Hast du das Geld? Nein, das ist die Nummer zwei, bitte. Entschuldigung, die zweite Frage. Nummer zwei. Ah, okay. Hanno, hast du zwischen deinem 10. und 25. Lebensjahr je etwas gestohlen? Nein. Aha. Okay, die Vergleichsfrage ist ganz interessant, weil die nämlich, also ich frage etwas, was mit der Sache nichts zu tun hat. Jetzt sagt der Schuldige, für den ist überhaupt kein Problem. Der sagt entweder ja oder nein, aber egal, für den ist es nicht das Problem. Für den geht es ja um die eigentliche Frage, ob es jetzt war oder nicht. Der kann es leugnen oder auch sagen, klar, wer hat es nicht irgendwann mal. Ne? Ja. Aber, und das ist interessant, für den Unschuldigen ist hier das größte Dilemma, weil der Unschuldige, der hat ja kein Problem, vorher zu leugnen und zu sagen, war ich nicht, aber der hat jetzt ein Problem. Der überlegt sich, wenn ich jetzt sage, ich habe schon mal irgendwann was gestohlen, vielleicht glaubt er mir dann auch nicht, dass ich es gar nicht war. Oder was soll ich jetzt sagen? Das heißt, der ist in einem kurzen Dilemma, Und zögert hier, wohingegen der Schuldige entspannt ist, weil das für den überhaupt kein Problem ist. Ja, entweder hat er was mal gestohlen oder nicht. Aber der Unschuldige zögert hier am meisten. Aber ich will nicht zu viel verraten. Dann Nummer drei, bitte. So, die Frage dritte. Nummer drei, ja. Herb, hat der Reißverschluss an dem Portemonnaie geklemmt? Nein. So, jetzt. Also, das war schon so ein Bilderbuch zögern, dass es schon fast wieder verdächtig ist, dass es schon fast wieder gespielt war, muss man sagen. Aber in der Tat, das ist eine sogenannte Testfrage. Also man fragt eben Details nach der Tat und jetzt sagt der Unschuldige, ich war es nicht und fertig. Und der Schuldige überlegt, was soll ich jetzt sagen? Ach so, nein, ich weiß es nicht. Ja? Und hier es geht also die ganze Zeit darum, ich muss immer überlegen, weil es sind jetzt nur drei Fragen von 15. Also ich muss immer überlegen, wie würde der Schuldige reagieren, wie würde der Unschuldige reagieren. Und dann ist ganz, ganz rational, zack, zack, nach dem anderen. Und wer ist jetzt? Wer hat jetzt das Problem? Lassen wir doch mal das Publikum abstimmen. Aber ich muss dazu sagen, das ist extrem schwierig, denn wir haben jetzt jedem nur eine Frage gestellt, da war Werbepause. Also das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr... Also wenn Sie das jetzt raus haben, dann sind Sie wirklich Naturtalente, ja? Aber versuchen wir es doch mal. Wer glaubt denn, dass Christian es war? Hier, Christian ist er hier am Bass. Mal die Hand heben, wer sagt, es war Christian? Ganz wenige. Ja. Ganz wenige. Wer glaubt, dass es Hanno war? Wer glaubt, dass es Herb war am Schlagzeug? Aha. Ein bisschen weniger. Die meisten glauben, es war Hanno. Es ist interessant. Sie haben ja auch auf ihn getippt. Also ich habe aber eben, also ganz am Anfang, einfach nur, weil ich in die Gesichter geguckt habe. Ja. Ja, weil ich habe gemerkt, dass am Schlagzeug der Herb sich Mühe gibt, keine Miene zu verziehen, um nichts zu verraten. Ja, das ist gut, aber leider der gesunde Menschenverstand, wie bei vielen Sachen, täuscht einen hier. Ja. Und es funktioniert nicht so. Man muss es wirklich lernen. Und ich muss sagen, es ist wie bei Wer wird Millionär? Also der Publikumsjoker ist gar nicht so schlecht. Wissen Sie es denn? Ich weiß es nicht, aber auch darf ich das Geld haben?
Aus der Zipfelmütze? Oder wo es ist? Hier? Tatsächlich. Hier. Was, du warst. Also bravo. Aber wieso? Also, sehr gut. Interessant. Interessant. Ja. Interessant und sehr wichtig. Dann wäre es ja ein einfaches für die Gerichte, immer rauszufinden, wer jetzt der Dieb ist. Ja, einfach das Publikum mitnehmen jedes Mal. Ja, aber das ist keine anerkannte Methode. Danach darf man keine Urteile fällen. Ne, leider noch nicht. Vielleicht kann ich mir dafür einsetzen. Okay. So, ja, vielen Dank. Das ist wirklich interessant. Wer da mehr von wissen will, der kann sich dieses Buch besorgen. Hier, Entlarvt heißt es, von Jack Nasher. Vielen Dank, dass Sie da waren. Jack Nasher, meine Damen und Herren.